Moin, Lieben, und herzlich willkommen bei meiner Reise hier auf der Insel zwischen Mutanten und Kannibalen in Sons of the Forest. Und ja, letztes Mal sind wir ja gestorben. Ich habe hier jetzt einen Speicherpunkt errichtet gehabt, zum Glück. Und ja, jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Mal gucken, wie oft wir in dieser Höhle jetzt noch sterben. Ich habe schon in den Kommentaren gehört, dass die Gegner hier etwas schwierig sein sollen. Und ja, das habe ich dann auch wohl schon gespürt, ne? Jo, das war auf jeden Fall mal eine krasse Erfahrung. Wo ging es denn hier jetzt noch her? Ich habe ja gesagt, immer dem Boden folgen, dann geht's, ne? Irgendwie. Wie war das denn hier noch? Hier, zum Licht. Genau, da zum Licht. Ah ja, hier. Hier sind wir gestorben. Beziehungsweise auf dem Weg hierhin. Hier war doch gerade noch was anderes. Aber auf jeden Fall schon mal die Schrotze ausrüsten. Was haben wir denn? So. Flintenlaufgeschosse eingestellt. Wo kam das Viech letzte Mal her? Der war ja plötzlich hier, ne? Batterien immer wichtig. Gerade mit dem Gerät hier, obwohl die Batterieanzeige irgendwie fehlt, ne? Wo kam das dämliche Viech beim letzten Mal her? Der uns hier den Arsch gekostet hat. Na, hier. Ne, hier, die da wollte ich noch mitnehmen. Wie sieht's eigentlich aus? Essen, Trinken, Energy, alles gut. Ne, war das nicht hier? War das ein Gang weiter? Scheint bald so, ne? Muss ja dann. Aha, da ist der erste. Ah, der ist schon kaputt. Ne, der lebt noch. Ey. So, jetzt ist er aber kaputt. Hauptsache, der bleibt jetzt noch liegen. Ey, der ist voll in den Boden geglitscht. Na toll. Super. Heißt, wir kriegen auch sein Zeugs nicht. Oh, mit dem Pfeil im Bogen. So. Aha. Er ist aber noch nicht tot. Aber jetzt hoffentlich.
Ja, hier sind noch mehr. Oh oh. Ich habe da hinten vorhin noch einen gesehen. So, lass mal direkt anziehen hier. Wa? Ach, du ahnst es nicht. Wieso ziehe ich die eigentlich noch nicht an? Irgendwie hier, das ist noch ein bisschen buggy, ne? Ich habe bestimmt schon 5 Stück angezogen. Das ist der Starke, ne? Oh ja, der sieht schon übel aus. Der sieht echt schon voll übel aus, ey. Guck dir mal an, was der frisst, ey. Wo ist der Pinner? Alter, jetzt stirb doch mal. Ah, aua. Stirb, du Pissfletsche. Echt? Ey. Bist du jetzt mal kaputt? Krasser Typ, ey. Wie viel Schuss hat er denn jetzt gefressen? 10 doch bestimmt, ey. Gibt's doch nicht. Quatsch, du sollst das nicht umstellen. Du sollst das aufladen. Nein. So, und ich wollte mir hier noch das Kleidungsstück holen, ne? Aber der ist jetzt wo weggespawnt. Na, das war ja klar. Ach, da geht's auch noch rum. Und hier, super. Ja, Leute, ich glaube, da wird auch die Folge heute nicht so ganz reichen. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, doch, hier geht's noch weiter. Hier ist jetzt die Frage, wo ist der beste Weg jetzt hier? Ach, könnte ich eigentlich auch mal wieder gebrauchen. Nee, doch nicht. So, wo müssen wir jetzt lang? Ach, hier waren noch Pfeile. Ah. Ja, alles einsammeln, was ich noch wiederfinde, oder? Wo ging es denn hier wieder raus? Und da kam ich. Jetzt lass mal hier mal gucken. Ich habe ja doch ziemlich viele Pfeile verschossen. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Echt eine Menge verschossen, ne? Ja, ist halt so. Hier ist auch noch einer. Da. Ja, ich glaube, das war's jetzt auch. Also hier sind wir durchgekommen. Hier haben wir gesagt, ist auch noch was. Was gibt's denn hier noch? Das ist halt die Frage, wo geht's wirklich lang, ne? Wo ist der richtige Weg? Jetzt zeigt er da oben doch wieder Batterien an. Gut. Gut, 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 gut. Hier ist einfach mal nur ein langer Gang. Krass. Okay, hier ist wieder so ein Gebilde. Aber keine Viecher. Keine Mutants oder sonst was. Oh Gott.
Wie viele Batterien haben wir noch? 5. 6 sogar, gut. Erstmal cool, wenn wir unterwegs noch ein paar finden. Aha. Ach, der ist voll gegen den. Na, die sind zu weit weg. Ach, den habe ich noch getroffen, oder? Oh, das ist spannend hier. Na, ah, aua, wer hat mich denn da jetzt erwischt? So. Niedergemetzelt hier. Aber lass mich lügen. Den einen, den ich gekillt habe, der ist wahrscheinlich schon weggespawnt. Und mit Pfeilen könnte es hier etwas schwierig werden. Nee, nicht aufheben. Mist. Messersymbol. Also Rüstung gibt es ja auch gut, ne? Aber pass auf, mein Freund, da war noch einer. Ja, der ist schon wieder weggespawnt, ne? Das ist doch scheiße. Hier war doch noch einer, oder? Hier müssen auch noch ungefähr 1800 Pfeile rumfliegen eigentlich. Da ist einer. Ach nee, da liegt er ja. Ja, guck mal. Ich dachte, der wäre weg. Ja, das war auch nicht der, den ich... Da hatte ich doch noch irgendwo eingetötet. Oh. Anscheinend nicht. Hm. Okay, dann nicht. Warte. Hier hat irgendwo was geblinkt gerade. Hab ich zumindest gedacht. Schade. Bist du schon tot? Er ist schon tot. Geil. Ein Fall. Was? Das mit einem Pfeil. Okay. Da hinten hüpft noch was rum. Aber den habe ich gerade echt erst im allerletzten Moment gesehen.
Im allerletzten Moment. Oh, das ist so ein Spinnenviech, ne? Ist er alleine? Alter, kriegen die überhaupt Schaden? Kaputt. Ja. Ja, so macht das schon mehr Spaß mit Schrotflinte und Go. Was hat er denn hier? Ferngrad. Ja, ich habe gar keine Schrotmuni mehr. Noch 55 Flintenlaufgeschosse. Die muss ich mir nämlich aufbewahren. Unbedingt, wie viele Pfeile habe ich noch? 9 davon. Und 13 von denen. Sonst gibt es noch die Armbrust, okay. Hier oben war aber auch nichts mehr, oder? Ging es hier noch irgendwie weiter? Ach, hier geht es auch noch weiter. Ach du Scheiße. Und hier ist auch noch was zum Tauchen, oder was? Nee, ich glaube nicht, ne? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? So eine Struktur hier, ne? Das ist ja riesig hier. Wahnsinn. Hier scheint aber auch nichts Tolles zu sein, ne? Nee, ich glaube nicht. Hier läuft noch alles. Ja, Mikrofon auch und so. Mhm. Ja, guck mal, hier ist noch ein bisschen Licht. Heißt, hier gibt es auch noch irgend... Ach, da geht's. Ach, du Scheiße. Ich weiß hier ja gar nicht, wo ich hin soll. Schrotkugeln, yeah. Schrotkugeln, yeah. Batterien, yeah. Scheiß Mutant, no. Der macht es mir eigentlich gar nicht so schwer, ne? Da hinten ist aber auch noch so einer. Na also, meine Fresse. Schon ein halber Igel hier. Ach, Scheiße.
Wie kann man denn so oft daneben ballern, ey? Wo ist der Penner? Ach, da. So, der ist kaputt. Ach so, Rüstung. Okay, ich habe Hunger. Ja, dann lass mal gucken. Ich habe doch bestimmt noch Essbares hier drinnen, ne? Wo ist denn dieses Spinnenviech hier vorne? Warte mal. Das ist mittlerweile verrottet. Also ess hier von was. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wantang. Und dann trinken wir ein Döschen hier. Er hat nämlich noch einen Pfeil. So. Meins. Und hier, der hat auch noch ein paar Pfeile. Auf jeden Fall viele Feinde hier, ne? Oh. Bade. Und mehr kann ich schon nicht mehr schleppen. Wo ist die denn wo gelandet? Keine Ahnung. Hier lag sonst nichts mehr, ne? Wo ist denn die scheiß Rüstung jetzt gelandet? Ach, eigentlich auch egal, ne? Wir haben ja genug. So, da. Keine Ahnung, ob wir da richtig sind oder ob wir da hinten lang gemusst hätten. Aber wie riesig die Höhle hier ist, verdammte Scheiße. Ey, die müssen wir nochmal irgendwann komplett machen, oder? Ja, dann wird das halt jetzt 2, 3 Folgen noch dauern. Diese Höhle ist einfach riesig. Hier sind auf jeden Fall wieder solche Strukturen. Solche außerirdische Strukturen. Oder was auch immer. Für mich ist das außerirdisch hier. Hier ist eine Rutschbahn. Nee. Aber wenn ich da runtergehe, komme ich nicht wieder hoch, ne? Nee. Das heißt, wir suchen erstmal noch den anderen Bereich hier ab. Nicht, dass ich wieder irgendwie die falsche Abzweigung nehme. Das muss ja nun auch nicht sein. So, aber jetzt ist die gute Frage. Was ist das denn für ein Gebilde da? Crazy. Das sieht ja krass aus. Was ist das? Das ist irgendwie so eine Art Tor oder was? Ne, das ist einfach eine Wand, die hier eingelassen ist, ne? Das ist verrückt. Ne? Jetzt setzt er die nicht wieder auf. Oh, guck mal hier. Schlückchen trinken. Sehr geil. Ja, guck mal, wir kamen von da hinten, sind dann da irgendwie rum, oder? Nee. Ja, ja, wir kamen von da hinten, das ist richtig. Wir waren da drüben und hätten da weiter gekonnt. Ich glaube, in die Richtung ging es zurück, würde ich sagen. Wir gehen mal in die Richtung. Da hinten ging es ja auch noch weiter, ne? Fuck, ey. Wie riesig das hier ist. Verdammte Hacke. Vielleicht geht es hier auch gar nicht richtig weiter. Auf jeden Fall rennt man natürlich. Aha.
Aber hier ist sonst nichts mehr. Also entweder nur zum Tauchen. Aber sieht nicht so aus. Aha, hier? Nee. Nee, hier ist nichts zum Tauchen, okay. Gut, gut. Dann gibt es ja nur noch den Weg da runter. Oder da oben durch. Wir gucken jetzt erstmal da oben, würde ich sagen. Ja. Und dann gucken wir den anderen Weg. Ja. So nicht anders, ne? Auf jeden Fall liebe ich die Nachtsichtbrille. Das ist auch schon wieder so scheiße riesig hier. Ja, Batterien nehme ich. Was ist das? Was esse ich da jetzt? Ach, der trinkt. Ja, auch nicht schlecht. Hier ist wieder... Könnte man meinen, zum Tauchen. Aha. Warte. Ach so. Hä? Okay, hier war ich definitiv noch nicht. Ist das wieder so ein starker da? Hä? Mit dem Pfeil? Liegt der 2 Meter? Dann kann er so stark nicht gewesen sein. Da sind 2. Hm. Wenn immer alle so schnell sterben würden hier. Oh, 2 getroffen. Geil. Ecker. Mist. Hä? So, meine. Ja, die kann ich nicht mehr sammeln. Hab ja schon alles kaputt hier. Das ist ja das Blöde. Ich kann gar nicht mehr Rüstung sammeln, ne? Hä? Und wie viele Pfeile habe ich wieder daneben gesammelt? Eh zu viele, ne?
Jetzt sehe ich die gar nicht so schön leuchten. So eine Scheiße. Ja, dann sind wir halt mal ein bisschen feilloser. So. Ich glaube, hier werde ich wohl meine ganze Muni auch wieder los wollen. So. Ja, ich würde sagen, wir sind hier ganz gut vorgedrungen. Hier, wo wir so platt gemacht haben, speichere ich uns mal weg. Und dann geht's morgen von hier aus weiter, wohl. Ja, ich freue mich schon drauf. Sehr geil. Sehr geil hier, ne? Wir haben noch immer 6 Batterien. Sehr gut. Wir haben nur noch 4 gedruckte Pfeile und 7 von den Pfeilen, aber wir haben noch 15 Amos-Bolzen. Wir haben noch 47 davon, 8 davon, bisschen Betäubungsmunition. Ich habe auch noch ein bisschen Bomben, Granaten habe ich noch 9 Stück. Ja, sehr gut, sehr gut. Achso, ein Speicherzelt wollte er aufbauen, genau. Ja, ihr Lieben, sagt mir doch mal, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, zeigt mir einen Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, abonniert ihn euch gerne, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.